Hallo Leute und willkommen zu meinem ersten Video, wo ich hier vor der Kamera sitze. Zumindest ist es das erste, welches ich aufnehmen werde. Und heute, wie ihr seht, mache ich meinen eigenen Manga. Der ist wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon längst draußen, aber ich wollte ihn halt, oder ich habe ihn auf jeden Fall schon veröffentlicht. Könnt ihr auf jeden Fall direkt in der Videobeschreibung den ersten Link anklicken, ist ja verlinkt und ich würde euch raten, schaut ihn euch. Oder liest ihn euch zuerst durch, bevor ihr das hier mal euch anschaut, wie er entstanden ist. Leider habe ich keine Originalaufnahmen mehr davon, wie ich diesen Manga skizziert habe, traditionell. Aber ich habe auf jeden Fall für das Skizzieren mir den Manga Bakuman angeguckt, also wie man zum Beispiel Panel aufteilt oder so. Und ich habe mir auch ständig Fotos gemacht von mir selber, wie ich halt am besten dann diese Perspektive oder dieses Bild umsetzen möchte. Also 15 Pixel wähle ich für meine Außenlinien, für die Kästen jetzt erstmal. Jedenfalls macht man diesen Raum hier halt dicker, weil man ja zuerst hier zu dem Wecker rüber geht und dann nach unten. Und dann liest man halt wieder von rechts nach links. Das heißt, dass diese Linie, die zwischen den zwei Bildern ist, wieder dünner sein kann. Eigentlich würde ich hier lieber jemand anderen haben, der halt meine Hintergründe macht, weil ich ein ziemlich freier Zeichner bin, der ungern so wirklich darauf achtet, dass alle Regeln eingehalten sind. Das ist eigentlich eine Schwäche eher als eine Stärke. Wie hilft's? Gimme. Wie man sehen kann, mir gefällt's nicht, also radiere ich es einfach alles wieder aus und versuche halt jetzt wirklich Möbel und alles richtig mit geraden Linien zu machen. Habe ich gar keinen Bock drauf. Aber egal, muss wohl sein, damit es besser aussieht. Und bei den Möbeln versuche ich auch darauf zu achten, dass es möglichst dünne Linien sind. Du. No fighting. Shikera. Shikera. Zanima. Okay, hier muss ich jetzt eine normale Linie ziehen. Das versuche ich möglichst aus der Schulter oder aus dem Oberarm zu machen. Ja, ich glaube, das ist gut so. So nehmen wir es. Das hier sind jetzt Vorhänge, deswegen mache ich die etwas freier so, weil die halt auch etwas mal anders fallen, anstatt einfach nur gerade. Theoretisch muss ich da jetzt noch Sachen reinstellen in den Schrank, aber ich habe irgendwie keinen Bock darauf. Deswegen gehe ich erstmal hier weiter. Ich denke, ich mache die Bücher gleich, aber ich mache jetzt noch ein paar extra Knöpfe drauf, damit das wenigstens etwas mehr nach dem Bäcker aussieht, als wenn das halt wirklich nur die Anzeige vorne wäre. Etwas mehr Details reinbringen schadet nicht. Eine zweite Linie drum, weil das ja das Außengehäuse ist und dann kommt das Display. Ich weiß nicht, wie weit ich das jetzt schneiden werde, das Ganze hier. Ob das eher so ein Non-Stop für alles durch ist in einem Stück. Oder ob ich mir wirklich richtig viel Arbeit mache und das ganze Projekt schneide. Deswegen würde ich manchmal auch gerne Schneider oder ein ganzes Team halt haben, so die mich unterstützen mit meinen ganzen Projekten, aber ich meine, kann ich mir alle Leute zusetzen, wenn ich erfolgreich bin. Ich würde ja auch gerne ein Spiel mal programmieren, aber alleine, ich glaube, ich fange mal an irgendwann, vielleicht nach diesem Projekt hier, aber das steht noch in den Sternen, da weiß ich noch nicht ganz, ob ich das wirklich durchführen werde, durchsetzen werde gegenüber meinem Kopf. Weil ich bin eigentlich ein ziemlich fauler Mensch. Keine Aufteilung. Man sollte auch immer alles beschriften, besonders wenn man dann halt im Team arbeitet, was ich jetzt nicht tue, aber es ist trotzdem besser für die Übersicht, dass man halt nicht verliert, wo man dran ist und alles schneller findet halt. Ich versuche gerade, mich reinzufühlen, wie mein Handy hält. Weil irgendwie sieht das hier echt schlecht aus. Wahrscheinlich, weil mein Handy eher dann hier den Daumen ranhält.
Once I told you the magic story, you've been told you get it under my control. Just let me in. Help, es sieht schlecht aus. Vielleicht hätte ich alles zuerst nochmal digital nachskizzieren sollen. I must be dreaming, cause I don't believe in ghosts yet. Ich versuche hier mein Bestes zu geben. Ich glaube, das wird nicht so schön sein wie meine normalen Zeichnungen, Illustrationen. Aber ist ja auch eigentlich schon verständlich, warum. Also zumindest ist mir das immer schwerer gefallen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ob es leichter ist, einen Manga zu zeichnen oder halt einzelne Bilder. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Irgendwie ist dieser Arm hier viel zu weit unten angesetzt. Muss eigentlich von da oben kommen. One more day of sorrow and I struggle to stay sober. Hope to see you later when I get older. So, ein Pony. Den nennt man doch Pony, oder? Keine Ahnung, Alter, ey. Kann man hier noch ein paar Details reinbringen, die man da Striche reinmacht. Oder halt Endbereich rausschneiden. Singing la 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 love you. Nur halt hier oben sollte man wissen, worum es sich handelt. So, es geht nämlich vor dem Ohr vorbei, diese Haarsträhne. Konzentration. So. Irgendwie habe ich während des Mangas dann vergessen, dass ich die Augen hier von ihr so gemacht habe. Und das muss ich jetzt überall übernehmen, weil das am besten passt zu dem Charakter. Kirby. Kirby, 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 Kirby. Einer meiner Lieblingsremixer. Kirby Gourmet Run Smash oder wie auch immer. Yo, Alter, lass mal rausgehen. Okay, nee. Oh, mein Arm, ey. Meine Schulter tut irgendwie weh. Wohin guckt sie jetzt? Vielleicht lasse ich die Nachricht so nach oben. Man guckt ja immer so nach oben links oder so, wenn man nachdenkt. Das Ohr etwas detailreicher. Ich weiß nicht, ob ich die Augenbrauen hier durchscheinen lasse oder nicht. Ja, sieht doch eigentlich ganz in Ordnung aus. Hey Leute, und ich bin jetzt aus der Zukunft, beziehungsweise ich bin halt jetzt fertig. Ich bin das Video am Schneiden. Und warum jetzt gerade ich spreche und nicht mehr das Ich, welches aus der Vergangenheit kommt, das liegt daran, weil ich da eigentlich fast gar nichts mehr gesprochen habe. Ich habe da nichts Wichtiges mehr gesagt, beziehungsweise halt wirklich komplett einfach geschwiegen oder halt mit anderen Leuten gesprochen. Und deswegen stehe ich jetzt hier und sage noch etwas zu den Outlines. Ich habe halt, wie ich davor schon gesagt habe, darauf geachtet, dass Personen dann halt dickere Ränder bekommen. Und ansonsten habe ich halt einfach stumpf alles nachgezeichnet. Also ich habe mich an nichts Spezielles mehr gehalten. Ich habe nichts mehr wirklich abgeändert. Ich habe einfach stumpf wirklich alles nachgezeichnet. Und das wurde halt auch ziemlich langweilig, oder ist auch ziemlich langweilig. Weil ich bin eigentlich eine Person, die halt vielleicht ein Bild zeichnet. Aber wenn man einen ganzen Manga zeichnet, dann merkt man schon, dass das ziemlich auf die Ausdauer geht. Und das, naja. Jedenfalls bin ich jetzt gleich fertig mit den Outlines und dann spreche wieder ich aus der Vergangenheit. Und damit herzlich willkommen zurück. Jetzt gehen wir über zu den Shadings, zu den Farben, beziehungsweise halt nicht Farben, weil ich das ja eher so im Manga-Stil halten möchte, also schwarz-weiß. Und das werde ich jetzt in Photoshop machen, weil ich da halt ein Add-on habe, welches es mir ermöglicht, solche Speedlines oder andere nice Effekte wie Manga, wie mit diesen Klebefolien halt hinzubekommen. Jetzt bleibt die Frage offen, wo ich halt alles Folien drüber lege. An dieser Wand, an der, an dem Boden, immer von der Ecke ausgehend, so etwas nach oben oder nach vorne und so. Falls man das jetzt verstanden hat. Zuerst mache ich hier die Vorhänge, hier noch eine extra Gruppierung hin mit Panel 1, wo ich dann halt alle Farben aus dem ersten Panel nur rein tue. Damit sich das nicht überlappt. Ich finde es eigentlich gar nicht mal schlecht, wenn das hier oben so ist. Also ich kopiere mal kurz das hier. Wahrscheinlich ist es hier etwas dunkler geworden. Aber das Licht soll ja hier an sein, deswegen. Allerdings sieht es jetzt eher so aus, als ob es nach vorne scheinen würde.
Ja, ich glaube, so ist sieht's nice aus. Ich frage mich gerade, ob ich wirklich noch irgendetwas für das erste Panel machen muss oder es auch einfach so lassen kann. Ich denke, damit ist das erste schon mal gut gelöst. So Leute, da bin ich wieder zurück. Leider habe ich tatsächlich wieder nichts gesprochen, beziehungsweise dann habe ich halt wirklich nur noch Leute gesucht, mit denen ich spreche, während ich zeichne, und das ist nun wirklich nicht interessant zu wissen, was ich jetzt da mit irgendwelchen anderen Leuten bespreche, während ich halt da am Zeichnen bin. Jedenfalls habe ich das dann halt alles in Photoshop immer schön mit dem Lasso-Werkzeug gemacht, also halt die Bereiche ausgewählt und dann diese Folien oder die Raster oder diese Punkte und Speedlines halt angewendet. Und überstehende Bereiche habe ich dann natürlich wieder rausgeschnitten, auch mit dem Lasso-Werkzeug. Also das war schon eine Heidenarbeit, ich weiß gar nicht. Ich meine, für allein diese ganzen Folien habe ich circa 12 Stunden gebraucht. Keine Ahnung, vielleicht ungefähr 8 Stunden für die ganzen Outlines. Und dann muss man noch dazu rechnen, dass ich halt Sprechblasen später noch gemacht habe. Und dass ich halt davor sogar noch, ja, die Skizzen alle gemacht habe. Und dieses ganze Herausfinden, wo ich diese tollen Folien halt herkriege, diese Punkte, dieses Add-on halt für Photoshop, das musste ich ja auch noch herausfinden. Und das war auch schon wieder, boah, richtig nervig. Aber ich will mich jetzt nicht mehr beschweren. Ich habe das halt dann durchgezogen, wirklich durchgemacht, ist egal gewesen. Ich wollte so schnell wie möglich fertig werden. Das war halt mein Ziel. Also auf jeden Fall vor den Ferien fertig werden. Habe ich auch geschafft. Nur das Video kommt jetzt im Nachhinein. Es kommt, wenn ich jetzt schon wieder Studium haben will. Und ja, ich habe halt immer darauf geachtet, auch dass die Figuren einen weißen Rand bekommen. Das war mir halt wichtig, dass die Figuren hervorstechen aus den Bildern. Hier habe ich dann auch so einen kleinen Effekt mit den Folien gemacht, um halt Licht oder einen dunklen Schatten im Hintergrund darzustellen. Tatsächlich war das hier genau das zeitaufwendigste Bild oder die zeitaufwendigste Seite, also alles. Das war am zeitaufwendigsten, diese Seite oder dieses Bild zu machen, wo der Dämon da im Hintergrund war, weil der hat so viele Kleinigkeiten da verlangt und dann halt auch noch wieder Lichteinfall und alles. Das war echt Hammer. Ja, was kann man noch sagen? Ich musste halt auch immer drauf achten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon gesagt habe, weil ich jetzt das gerade nicht im Kopf habe, aber ich musste halt immer mir aufschreiben, welches Raster, welche Folie ich halt genommen habe für T-Shirt, für Haut, für Hose, für was auch immer. Jetzt bei dem Mann zum Beispiel habe ich es mir nicht gemerkt. Das habe ich mir auch nicht aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, den mache ich ja eh nur einmal. Also einfach random irgendeine Folie genommen. Ich könnte die jetzt nicht reproduzieren. Ja. Ich habe auch immer sehr gerne mit dieser Folie gearbeitet, die halt von außen so dunkel war oder wo größere und mehr Punkte waren und innen dann halt weniger wurden. Hier bin ich dann fast fertig mit den Folien und deswegen geht es jetzt auch gleich schon wieder zurück zu meinem Vergangenheits-Ich. Also sage ich nun schon mal Ciao und vielleicht sehen wir später nochmal. So, wir sind hier jetzt in InDesign, da werde ich halt meine Bilder reinladen, beziehungsweise die Seiten halt, so dass ich dann hier die Sprechblasen hinzufügen kann und ganz einfach den Text kopieren kann oder so. Ich passe hier jetzt die Transformationsgröße an, also wie groß das Bild halt sein soll, weil ich möchte halt, dass dieser ganz dicke weiße Rand nicht mehr da so ist. Okay, da bin ich zurück und jetzt nehme ich mir mal meine Wörter, die ich halt vorgezeichnet habe, und gucke jetzt hier auf die Sprechblasen, wie oder wo oder was da drin stehen sollte oder wie die aussehen sollten, und übertrage das dann. So, und da bin ich mal wieder und jetzt erzähle ich euch, wie ich die Sprechblasen gemacht habe. Ich habe halt die Pfade am äußeren Rand immer genommen, extra Punkte eingefügt, sodass ich dann halt diese
Pfeile, dieses Ding halt machen konnte, dieses Schwänzchen, wo halt die Sprechblase herkommt, also wer spricht. Das habe ich dann natürlich überall gemacht, also das sind ziemlich individuelle Sprechblasen. Sie sollten halt meines Erachtens nicht so computergeneriert aussehen, so dass alle total gleich aussehen. Das finde ich irgendwie nicht so schön. Also habe ich die halt etwas individuell angepasst, so dass es halt auch eher zu diesem zeichnerischen Stil passt. Ja. Sollte es ja auch. Bei dieser Sprechblase habe ich dann etwas Spezielles gemacht. Da wollte ich halt nicht, dass die über den Rand hinausgeht. Deswegen habe ich dann halt hier so etwas hochgedrückt und nachgeholfen, sodass sie genau auf der Ende von diesem Bild landet. Genau. Danach habe ich dann halt nur noch die Texte eingefügt und dann war ich auch schon fertig. Dann muss ich jetzt nur noch die englische Version machen. Die englische Version weiß ich nur noch nicht, ob ich die jetzt schon gemacht habe, aber die deutsche Version könnt ihr auf jeden Fall jetzt unten nachlesen. Sagt doch mal, wie findet oder fandet ihr dieses Video und wie findet ihr, ist der Manga geworden? Also klar, vom Zeichnerischen ist das jetzt nicht die Oberbohne, wie man es eigentlich gewohnt ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich so ultra krass zeichnen kann, aber es ist halt etwas schlechter, als halt man es eigentlich gewohnt ist von mir. Wie findet ihr, ist der Manga geworden? Schreibt mir gerne eure Kritik, eure Punkte, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet, in die Kommentare. Und demnächst soll ein Video kommen, wo dieser Comic eingesprochen ist. Ich suche momentan eine weibliche Stimme, die halt nicht so kindlich sich anhört, sondern halt etwas erwachsener schon ist. Und falls du Lust hast, diese Stimme zu sein, schreibt mich doch gerne auf Twitter, Instagram oder halt hier auf YouTube an. Von mir aus auch auf meiner E-Mail-Adresse, die sollte dann halt in der Videobeschreibung. Also, man sieht sich. Ich hoffe, euch hat dieses mega lange Video gefallen. Es war mal etwas total anderes auf diesem Kanal. Haut rein und ciao!